und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euer Smokepass ist dann wieder am Start mit Matze und Paschi hinter der Kamera. Paschi heute hinter der Kamera. Paschi ist endlich zurück aus Barcelona. Jawohl. Weil er eine dicke Party machen. Und heute können wir das quasi endlich vorstellen, alle zusammen. Da wollten wir alle dabei haben. So, eigentlich nur ein Infovideo, wie wir den Tabak gemischt haben. Unsere Eindrücke dazu. Einfach ein paar Infos. Genau. Preise und wie am besten und ja, sowas alles. Alles so, damit ihr so eine kleine Info habt. Also erstmal seht ihr hier in der Pyramide die Jeff 7 Dosen von dem Rohtabak. 20 Gramm waren damit geliefert. Paschi hat ja dran gesetzt, den klein gehackt hier, ne, mit der Jason-Klinge hier, ne. Also, die Dose, 3,50 Euro, 20 Gramm Rohtabak. Ja, so. Das ist jetzt einfach mal ein Preis von einem Rohtabak. Dann gibt's den noch von Cairo Max, von Tubaco. Der wird auch, glaube ich, im Takeaway benutzt. Der kostet 7,50 Euro und da sind dann, das ist eine krumme Zahl, das sind, glaube ich, 120 oder 125 Gramm oder so sind da drin. Merkt ihr schon, der ist auf jeden Fall dann günstiger. Da ist wohl halt das Problem, dass der einfach stärker ist als normal. Das heißt, den müsstet ihr dann sowieso zweimal mindestens auswaschen. Den haben wir jetzt einmal ausgewaschen. Ja, wir sind einfach mal vorsichtig gewesen und haben den einfach mal einmal ausgewaschen. Also wir haben ja schon getestet und der ist auf jeden Fall nicht stark. Den hätten wir auch überhaupt nicht auswaschen brauchen eigentlich. Ja, weiter geht's zum Auswaschen. Wir haben ja noch einen anderen Rohtabak, der wäre dann im Prinzip, das sind dann Naturblätter, die ihr dann direkt so kauft, das sind dann wirklich die Tabakblätter. Die sind auch noch nicht getrocknet und alles, da müsst ihr dann alles selber machen. Da kostet ein Kilo Tabak 15 Euro. Und im Endeffekt sind das dann halt wirklich nur 500 Gramm von dem Rohtabak, weil halt ein bisschen Verschnitt an Stielen und sowas dabei ist. Also das gibt's halt immer. Aber wäre preislich immer noch auf jeden Fall das Billigste. Da ist halt dann wohl wirklich die Arbeit wirklich ziemlich extrem. Da müsste auch genau sein. Ja, zum Waschen. Also wir haben den einfach einmal komplett nass gemacht. Ja. Sozusagen. Und haben den auf dem Backblech liegen lassen, einen Tag. Und einfach mal, ja, wie kann man sagen, austrocknen lassen und dann nach einem Tag? Nee, wir haben den erstmal 48 Stunden lang so stehen lassen. Genau. Und ihr könnt das natürlich auch beschleunigen, indem ihr dann einfach mit ein paar Papiertüchern den so ausbringt, bis da wirklich kein Wasser mehr rauskommt. Wenn ihr den zu lang stehen lässt, dann wird der halt bröselig wieder und das darf halt nicht sein, weil dann ist der wirklich hinüber. Genau, ihr könnt das so testen, indem ihr einfach einen Placebo nimmt, da drauf drückt und guckt, wie viel noch rauskommt. Und wenn ihr bevor ihr den anmischt, der sollte noch mit dem Messer in der Hand. Er sollte minimale Feuchtigkeit enthalten. Ja. Dass er wirklich wie nicht klebt, aber auch nicht alles einzeln, sondern dass er eine gewisse Festigkeit hat. Ihr teilt das, also wir haben das wieder aufgeteilt in die Dosen, dass das ungefähr gleich viel war. Und nehmt einfach, also die Molassen, ich sag immer, die Konzentrate kriegt ihr zugeschickt, für die Kosten. Okay. Die kosten 7,99 im Shop, im X-Maker Sales. Die ganze Dose einfach reinkippen und durchrühren. Wir haben es 48 Stunden, ja, stehen lassen, also einweichen lassen, zwischendurch rühren natürlich, damit sich das nicht nur absetzt, sondern schon schön einzieht. Nach 48 Stunden haben wir erst den Kopf geraucht, da kann man wirklich nur sagen, Qualm, alles super. Wir rauchen den jetzt auch gerade, um so mal zu sagen. Jetzt nochmal kurz, also zur perfekten Menge, hier sind 20 Gramm drin. Und zu empfehlen sind zwischen 18 und 22 Gramm. Mehr sollte das nicht sein, weil sonst schmeckt es einfach nicht, sonst kratzt es und sonst wird es einfach viel zu trocken. Ja? Das ist natürlich, das versteht sich von selbst. Die Rechnung ist im Prinzip ganz einfach. 20 Gramm plus 100 Gramm, plus 100 Milliliter von der Molasse sind im Endeffekt dann 120 Gramm Tabak. Wie gesagt, wenn ihr jetzt dann wirklich diese Naturblätter holen solltet oder den Rohtabak von Cairo Max, dann müsst ihr darauf achten, dass dann 18 bis 22 Gramm sind im Endeffekt. Sonst habt ihr halt nur noch Nachteile. Und 20 Gramm ist schon die perfekte Menge. Und ganz wichtig dabei ist einfach die Geduld. Das vergessen, glaube ich, viele. Dass einfach die Geduld da ist, dass ihr auf den Tabak wartet, euch darum kümmert, dass er auch gut ist. Weil wenn ihr den jetzt nach einem Tag raucht, ihr könnt ihn rauchen, aber die Molasse wird viel zu schnell verbrennen und es wird kratzen. Punkt. Wenn ihr den Tabak nicht ordentlich geschnitten habt, dann, ne,
wird er auch nicht gut. Also das muss schon wirklich, ich sag's immer so, wenn euch mit dem Tabak was, wenn ihr damit Probleme habt, dann wird es wahrscheinlich daran liegen, dass ihr irgendwann einen Fehler gemacht habt. Nicht ordentlich getrocknet, nicht ordentlich gemischt, nicht ordentlich geschnitten. Also das sind alles Sachen, die eigentlich passen müssen, damit ihr wirklich diese perfekte Kombination habt. Und dann gibt es auch eigentlich nichts, wobei man sich beschweren kann. Nee. Ja gut, es sei denn, ihr habt so wie wir eine kleine Fehlproduktion bekommen von dem Icy Blueberry. Der schmeckt jetzt halt nur nach Blueberry, da ist kein Icy drin. Das liegt aber nicht an der Firma selbst, sondern das liegt daran, dass ich die Molassen nicht gut genug vermischt habe. Und deswegen ist das halt so. Ja, Reviews zu jedem Tabak wird folgen. Wird die Tage direkt online sein. Jo. Werdet ihr alle auf jeden Fall mitkriegen. Insgesamt jetzt 7,99 das Konzentrat, 3,50 der Tabak, sind wir bei 11,50 Euro, 120 Gramm. 120 Gramm circa. Sogar noch was mehr, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Und dann, der Tabak, wir können es einfach nicht beschweren. Es gibt nichts, worüber man sich beschweren kann. Wenn man seine Sachen ordentlich macht und das so macht, wie es einem beschrieben wird, dann kann man dabei nichts falsch machen, also da, oder? Ach, da kann man sich über den Tabak nicht beschweren, also. Nee, das ist also immer noch der beste, den wir bis jetzt hatten. Ja, so ganz ehrlich, ich habe Mike vorher nicht geglaubt, als er gesagt hat, dass er seit dem X-Wolfer nichts anderes mehr rauchen will. Aber ist so. Uns geht's auch so. Ja. Also die Rauchentwicklung ist top, der Geschmack ist top. Es sind Sorten bei, die nirgendwas auf dem Markt gibt. Sowas wie Banana Shake, Tropical Gummy Bear, ja. Strawberry Candy. Also das sind Sorten, oder? Ja, genau. Die gibt's einfach nicht. Das zeichnet den Tabak einfach aus. Und dieser Qualm halt. Also, das sind Punkte. Also, es gibt 7 Sorten. Strawberry Candy, dann die beiden Icy Sorten. Icy Lemon, Icy Blueberry, Juicy Pear, Banana Shake, Sweet Cherry und... Was hatte ich noch nicht? Tropical Gummy Bear? Kann sein. Auf jeden Fall gibt's die 7 Sorten halt. Nur mal kurz so zur Dose. Die ist jetzt halt noch nicht wirklich ausgereift so. Aber ja, mit dem X-Racher-Logo halt. Ja, die kriegt man dann halt dazu. Neue Designs werden folgen. Ja, und 3 Sorten werden auf jeden Fall, die sind momentan 4. 4 neue Sorten. Wassermelone Minz, Haselnuss, Himbeere und... Blueberry Cheesecake. Genau, Blueberry Cheesecake. Das sind Sorten, auf die wir auf jeden Fall sehr gespannt sein werden. Wir werden quasi die Alpha-Sorten, sag ich jetzt mal. Ja, genau. Wir kriegen auch jetzt direkt 2 schon mal zugeschickt. Die anderen sind noch nicht so ausgereift. Da ist der Mike selber noch nicht so ganz überzeugt von, weil die einfach noch zu mild schmecken. Und deswegen, ja. Wollen ja nun das Beste für euch, ne? Genau. Deswegen bekommen wir erstmal 2 Sorten, die wir dann direkt mal testen werden. Sonstige Fragen an uns oder auch an die XWR-Community, wird alles unten verlinkt. Wir werden auch weiterleiten, wenn Fragen an uns kommen, die wir selbst nicht beantworten können, ist natürlich klar. Und wie gesagt, Fragen schreibt es einfach drunter in die Kommentare. Schreibt uns Nachrichten oder sonst was. Und dann würde ich sagen, das war's schon, das kleine Infovideo. Also es sollte eigentlich auch nicht so lange dauern. Es sollte eigentlich nur flott ein paar Infos kommen. Ja, sagen auf jeden Fall bis zum nächsten Kopf. Wir werden die Tabaksorten testen, sind schon sehr gespannt auf alle Sorten. Also ein paar haben wir schon probiert, andere noch nicht. Mhm. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, das war euer Smokebusters-Team für heute. Ein paar kleine Randinfos. Grüße an die X-Wolfer-Community. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.